Wenn die Welt einen Freiheitskämpfer als Terror-Billy bezeichnet, kann man daraus drei Schlüsse ziehen. Erstens, die Welt hat ein ganz unglückliches Händchen für gute Spitznamen. Zweitens, die Welt hat ein Problem mit Freiheit. Und drittens, die Welt, die ein Problem mit Freiheit hat, sollte man ändern. Genau das macht BJ Blazkowicz aka Terror-Billy dann auch in Wolfenstein 2 The New Colossus. Der Kampf gegen das Regime verlagert sich im zweiten Serienteil in die USA. Und weil in den USA nun mal alles größer, imposanter und allgemein besser ist als im Rest der Welt, ist auch Wolfenstein 2 besser als der Vorgänger. Übrigens war natürlich der letzte Satz in Teilen Ironie und welcher Teil das war, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Wolfenstein 2 macht nicht lange rum. Es gibt BJs Kampfwille gegen das Regime recht bald ein Gesicht, nämlich das von General Engel. Sie dient als fantastischer Ersatz für General Totenkopf, nicht nur, weil Machine Games mit ihr neue Höhen auf der Verabscheuungswürdigkeitsskala erreicht, sondern auch, weil wir sie in all ihrer grausamen Durchgeknalltheit deutlich häufiger zu Gesicht bekommen als Totenkopf im Vorgänger. So vergessen wir einfach nicht zwischendurch, auf wen sich all unsere negativen Gefühle eigentlich projizieren. Auch bekannt als Terror-Billy! Damit wir uns noch mal ganz deutlich daran erinnern, wie und wann wir Frau Engel das erste Mal getroffen haben, gibt's vor Wolfenstein 2 übrigens einen Rückblick auf die Geschehnisse im ersten Teil. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber das Ding schafft es, uns sofort wieder ins Geschehen zu ziehen. Und es gibt Menschen, die The New Order ausgelassen haben, zumindest eine Idee von dem, was passiert ist. Prima. Apropos Rückblick. In The New Colossus erfahren wir erstmals etwas darüber, was William zu BJ gemacht hat. Wir reisen in seine Kindheit. Und wir können festhalten, so idyllisch wie diese Szene hier unter einem Baum, ging es da in den seltensten Fällen zu. Der Kniff, der Machine Games damit gelingt, ist der, dass BJ uns als Protagonist noch mehr ans Herz wächst. Er wird als Charakter noch greifbarer als im Vorgänger. Und das in einem völlig durchgeknallten Szenario, in dem Panzerhunde vermutlich noch das am wenigsten skurrilste sind. Mond, Mond, ja, ja, vereint wir sind, die Band, die Käfer. Aber auch die anderen Figuren der Handlung kommen nicht zu kurz. Frau Engels Tochter Sigrun etwa sehnt sich ganz banal nach Liebe, was sie uns immer wieder in kleinen Szenen auf dem riesigen U-Boot Hammerfaust, das als Basis dient, zu verstehen gibt. Natürlich ist Sigrun in ihrer Darstellung wie die meisten Figuren fast schon karikaturhaft übertrieben. Im Kontext allerdings passt das ganz hervorragend. Und so werden ihre Sehnsüchte nicht veralbert, sondern bleiben trotz des stets im Spiel spürbaren Humors zutiefst nachvollziehbar. In so einem Moment, was denkst du da? Wenn du weißt, du verlierst alles, was du liebst. Zusammen mit einer herausragend guten Kamera, tollen deutschen Sprechern und einem oft völlig verrückten, oft einfach lustigen, oft dramatischen und zuweilen auch schockierenden Plot wird daraus die beste Shooter-Geschichte der letzten Jahre. Davon brauchen wir ganz, ganz dringend mehr. Das wird eine Narbe geben. Aber nun genug Story, auch wenn die mindestens gleichwertig neben der eigentlichen Brot- und Butter-Disziplin des Shooters steht, nämlich neben dem Schießen. Und herrje, wird in Wolfenstein 2 geschossen. Auch mit zwei Waffen gleichzeitig im Anschlag. BJ kann jede Knarre mit einer anderen kombinieren oder auch zwei identische mit sich rumtragen. Gerade für die Run-and-Gun-Fraktion ist das ein wahnsinniger, weil wahnsinnig befriedigender Spaß. Noch besser wird's, wenn man mal die ersten Verbesserungen in die Knarren geschraubt hat. Die Veränderungen wie panzerbrechende Munition sind nämlich tatsächlich spürbar. Aber auch wenn man einen anderen Ansatz beim Spielen wählt, nämlich zunächst mal auf Heimlichkeit setzt, helfen Aufsätze. Hier schrauben wir einen Schalldämpfer auf unsere Pistole, um auf dem Weg zum Kommandanten eines Abschnitts keinen Lärm zu machen. Die können nämlich, wie im Vorgänger, gefühlte endlose Verstärkungen fordern. Deswegen ist es oft schlauer, zunächst leise unterwegs zu sein, bis der Kommandant von der Bildfläche verschwunden ist. Das stimmt, Karl. Gewalt ist niemals in Ordnung. Beim leisen Vorgehen sind übrigens auch die neuen Äxte von BJ Gold wert. Wo wir gerade schon bei den Waffen sind, abhängig von der zu Beginn des Spiels gewählten Zeitlinie, die sich an den beiden Charakteren Fergus und Wyatt festmacht, bekommen wir entweder mit dem Laserkraftwerk eine Strahlenwaffe oder mit dem Dieselkraftwerk eine Waffe, die Explosivbobbel verschießt. Beide Knarren lassen sich natürlich auch noch modifizieren und in der Wirkweise erweitern. Die Knarren alleine sind es allerdings nicht, die wir aufpeppen können. Auch BJ wird, wie schon in The New Order, immer besser. Alleine dadurch, dass er macht, was er macht.
Wir schalten wie gehabt Perks frei, indem wir bestimmte Vorgehensweisen anwenden. Knipsen wir viele Gegner mit einem Beil aus, können wir mehr Beile gleichzeitig tragen. Benutzen wir oft den Akimbo-Modus, können wir mehr Munition tragen. Und kloppen wir viele Gegner mit den Donnerfäusten um, lassen die mehr Rüstung fallen. Donnerfäuste? Ja, neben den Waffen und den Perks gibt's noch die sogenannten Kampfmods, drei an der Zahl, über die wir unsere Spielart auch bestimmen und ausbauen können. Die Kampfmods bekommen wir so ab der Mitte des Spiels, genauer gesagt erstmal nur eine. Und wer sich zunächst für den Schlachtenläufer entscheidet, der nimmt diese Stelle mit einer künstlichen Beinverlängerung. Menschen, die sich für die Donnerfäuste entschieden haben, brechen hier durch die Wand. Die entsprechenden Levelanpassungen wirken zwar arg künstlich, machen aber trotzdem Spaß. Wenn wir die Perks, die Mods und die Waffen-Upgrades aufs Maximum prügeln wollen, geht's ab in die neuen Nebenmissionen. Dazu sammeln wir von erledigten Kommandanten Enigma-Codes ein, die wir dann an der Enigma-Maschine in einem super simplen Minispiel quasi dechiffrieren, um die Position von anderen Kommandanten zu erfahren. Danach geht's an die neue Karte und wir suchen uns unsere Zielperson aus. Und dann starten wir eine der etlichen, aber nach einer Weile dann doch repetitiven Nebenmissionen. Da wäre mehr gegangen, Machine Games. Naja, der immerhin nette Nebeneffekt der Nebenmission ist, dass beinharte Sammler die zuvor bereits besuchten Gebiete nochmal nach dem ganzen Kram abklappern können, den sie zuvor übersehen haben. Wenn man das denn will, wir geben ehrlich zu, wir wollen nicht, wir schießen lieber, als in den Ecken nach Zeug zu suchen. Und um das Ende von Wolfenstein 2 zu sehen, muss man auch nicht alle Perks und Waffen-Upgrades und Kampfmods im Gepäck haben. Wolfenstein 2 macht übrigens auf allen Plattformen einen guten Eindruck. Kleine Nickeligkeiten gab es in unseren Testversionen aber trotzdem. Mal waren die Lippenbewegungen nicht synchron, mal gab es Soundbugs und in Wänden hängende Gegner sahen wir auch hin und wieder. Das ist allerdings alles nichts, was unsere Begeisterung für den Shooter schmälern könnte. Wolfenstein 2 mag auf den ersten Blick wie eine überdrehte Ballerbude wirken. Das Ding offenbart aber schnell seine Stärken. Spielerische Freiheit trotz linearem Leveldesign, und eine fesselnde Handlung mit tollen Charakteren und wahnsinnig gut geschriebenen und gesprochenen Dialogen. Nicht jetzt, Kinder. Wenn sie überleben, können sie noch genug schmusen. Unterm Strich bleibt also nichts Geringeres als der beste Solo-Shooter des Jahres.